Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder soweit, Valentinstag steht vor der Tür. Ich habe euch gefragt, welche Produkte interessieren euch aktuell? Welche Produkte wollt ihr, dass ich sie für euch teste? Und ich habe einige Produkte hier von eurer Liste. Ein paar kennt ihr schon. Ein paar sind nagelneu und super spannend. Produkte von Marken, von denen ich noch nie etwas getestet habe. Und wir werden heute einen sehr, sehr schönen, romantischen Valentinstagslook schminken. Ich habe die Produkte von Sephora kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Ich setze euch alle Produkte einmal unten in die Infobox. Vor Valentinstag habe ich euch ja bei Instagram schon ein paar Produkte gezeigt. Es gibt bei Sephora immer super coole Angebote. Und ich habe wirklich hier echt ein paar spannende Sachen für mich, für meine beste Freundin und vor allen Dingen für euch. Und ich würde vorschlagen, wir starten zuallererst mit einem Sephora Eigenmarktprodukt. Das ist die Peptides Firming Eye Cream. Ich habe tatsächlich mal vor bestimmt einem Jahr oder so ein PR-Paket von Sephora bekommen mit Skincare-Produkten. Und die waren wirklich, wirklich gut. Sephora hat auch wirklich eigene Produkte, die vor allem auch dem Make-up- und Skincare-Bereich wirklich sehr, sehr gut sind. Ich klopfe mir die Creme einfach ein. Sie ist recht, ich swatche euch sie mal, sie ist recht reichhaltig, fühlt sich sehr, sehr pflegend an, ist nicht parfümiert und zieht super, super schnell ein. Einfach nur für so ein klitzekleines bisschen Pflege, um die trockenen Stellen unterm Gesicht wegzukriegen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie euer Valentinstags-Make-up aussah. Ich habe so ein bisschen auf Instagram schon was gezeigt, was ich euch empfehlen könnte mit den Produkten. Und die gibt es natürlich bei Sephora aktuell auch. Ein Produkt wurde aber recht häufig genannt. Und da war ich super überrascht, weil ich davon selber gar nichts wusste. Jeder, der sich für Beauty interessiert, kennt die Laneige Sleeping Lip Mask. Und Laneige hat jetzt ein Make-up-Serum rausgebracht, das einmal so aussieht. Kommt in einer super hochwertigen Glasverpackung, soll das Make-up langanhaltbar machen. Es hat Ceramide mit drin, soll Feuchtigkeit spenden und Diamantrose. Packaging 10 von 10, muss ich sagen. Hat auch eine Pipette. Ich gebe mir erstmal hier so ein bisschen was rein. Verrückt. Das hat sowieso kleine Mikropartikel mit drin, die so ein bisschen aussehen wie das Dior, ich habe es nicht hier, dieses 300.000 Euro Dior Prestige Produkt. Auch das ist nicht parfümiert, sehr, sehr schön, fühlt sich sehr leicht, sehr frisch an, ähnlich wie so eine Hyaluronsäure. Und auch die zieht super schnell ein, pflegt die Haut. Ich habe tatsächlich im Moment super, super trockene Haut. Bin ich gespannt, wie sich das mit dem Make-up verträgt. Ich gebe mir davon tatsächlich auch noch ein bisschen was unter die Augen, einfach um hier nochmal so ein bisschen Feuchtigkeit in mein Gesicht zu kriegen. Und ihr könnt, glaube ich, direkt auf meinem Gesicht die Bewegung sehen. I love it. Es wird heute sehr glowy, denn ich bin ein großer Freund von glowy. So ein bisschen, ja, ich finde, glowy Skin sieht immer sehr, 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 sehr verführerisch aus, weil sie einfach frisch aussieht. Sie sieht gesund aus und ich probiere heute mit euch so eine Technik hinzukriegen, dass selbst wenn ihr nicht so gerne glowy Make-up tragt, aber trotzdem dieses Finish haben wollt, dieses frische, gesunde, mit diesen Produkten, die ich heute hier habe. Deswegen als erstes ein Produkt, was ich auch schon hier hatte. Das ist das Dewy Set von Anastasia Beverly Hills. Das ist ein Setting Spray. Ich benutze das super gerne, aber als Priming Spray. Und gebe mir das so ein bisschen ins Gesicht. Lass das auch kurz einziehen. Ich finde, das spendet noch mal ein bisschen Feuchtigkeit. Und jetzt auch in Kombination mit dem Laneige Serum, was sich super schön auf meiner Hand anfühlt. Sehr, 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 sehr frisch. Als Foundation benutzen wir zwei Produkte, die ihr eigentlich auch schon kennt. Sie wurden aber recht häufig nochmal genannt. Und da habe ich hier einmal die Fenty Ease Drop und die Glowish Multi Dew Skin Tint Foundation. Diese Kombination ist unschlagbar. Das ist fast wie das Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Primer Schätzchen an diesem Stab, was so ein bisschen aussieht wie ein Concealer, aber als Foundation mit Skincare Ingredients mit drin. Und das Fenty Schätzchen gibt die Deckkraft, das Mattierende, dieses Porenfeine. Wenn ihr wirklich Texturen auf der Haut habt, ist es natürlich immer sehr schwierig, Glowy-Produkte zu benutzen. Deswegen beide zusammen. Trust and believe, Freunde. I love it. Ich gebe mir einfach ein bisschen was auf meine Mischplatte und ihr seht, farblich könnte es ganz spannend sein. Ich mische mir das einmal zusammen mit dem Spatel und dann greife ich mir einen Foundation Brush und ich arbeite erstmal eine halbe Seite ein. Ihr seht sofort diesen Glow auf der Haut, obwohl die Deckkraft recht vernünftig ist. Also es ist nicht zu viel. Ihr seht, hier habe ich von meinem kleinen Besucher von vor ein paar Tagen auf jeden Fall so ein kleines Pickelmal bekommen. Und selbst das kann das Ganze gut abdecken, wenn ihr die Deckkraft ein bisschen aufbaut. Ich hole euch selbstverständlich gleich ein Stückchen näher ran, dann seht ihr das Finish auch auf der Haut. Und es ist oft so, dass viele sagen, ja, aber Foundations mischen. Freunde, trust me.
Wenn ihr Foundations mischt, die gut miteinander funktionieren, dann habt ihr einfach den Vorteil von beiden Foundations. Ihr habt den Glow von der Huda Glowish Foundation, die Deckkraft, die Langlebigkeit von der E-Strop Foundation von Fenty. Und das könnt ihr mit super, super vielen Produkten machen. Und deswegen, ich liebe es auch ab und zu mal so ein paar teurere Produkte zu testen, damit ihr wisst, was lohnt sich wirklich. Weil ich weiß, manchmal möchte man sich was gönnen. Und Sephora hat tatsächlich immer wirklich gute Angebote. Es gibt ja auch dieses Treupunkte-Programm. Ich habe natürlich mittlerweile schon echt viel dort eingekauft und gehe da auch immer wieder gerne hin, weil ich einfach auch dann immer wieder Rabatt bekomme. Ne? So, jetzt seht ihr die Foundation nochmal in meinem Gesicht direkt im Side-by-Side-Vergleich. Hier sieht man Rötungen. Hier sieht das Ganze recht unordentlich aus, so ein bisschen unruhig. Und hier ist das alles wirklich ausgeglichen, obwohl die eigene Haut noch so ein bisschen durchscheint. Das ist ja das, was ich immer so gerne mag im Moment. Dieses Natürliche, aber trotzdem ebenmäßig ausgeglichene. Okay, schaut euch das bitte einmal kurz an. Super natürlich. Die Haut sieht richtig schön prall aus. Und auch unter den Augen hat sich das Ganze mit der Creme sehr, sehr gut verbunden. Das ist natürlich immer so ein bisschen tricky bei Augencremes. Deswegen teste ich das ganz gerne dann auch direkt live mit euch. Nicht alle Augencremes funktionieren mit Make-up. Und das ist das, was ich eigentlich immer ganz schön finde, wenn Make-up-Brands oder Brands, die sich sehr gut mit Make-up auskennen, was Sephora natürlich tut, die Produkte so abstimmen können, dass sie mit Foundations und Make-up gut umgehen können. Und das hat hier auf jeden Fall gut geklappt. Ich blende mir das Ganze hier nochmal mit einem Schwamm einfach ein. Und wir haben ein super schönes, ebenmäßiges und glattes Finish. I love it. Jetzt wird spannend, Freunde, denn das habe ich gar nicht mitbekommen. Kat Von D, KVD Beauty heißt es ja mittlerweile, hat ein neues Produkt rausgebracht. Und nachdem die Good Apple Foundation ja völlig durch die Decke gegangen ist damals und wir wochenlang probiert haben, diese Foundation zu kriegen, gibt es jetzt einen Contour-Stick, einen Gel-Contour-Stick und es gab auch Concealer. Ich habe mich jetzt aber erstmal nur für den Contour-Stick entschieden. Extrem groß, da sind 17 Milliliter drin, also das ist das 9, 18, ja fast das über das Doppelte, was Concealer teilweise drin hat. Auch hier Farbrange Iconic. Ich swatch das Ganze mal. Verrückt. Das ist wirklich wie so ein Gel. Ich bin gespannt. Wir probieren das Ganze aus. Ich lasse das erstmal hier so ein bisschen drauf und arbeite mir das mit einem Pinsel ein. Und dann schauen wir mal. Sekunde. Seht ihr das? Ich war erst so ein bisschen skeptisch, weil ich in meinem Kopf hatte, dass Geltexturen immer patchy sind. Also so ein bisschen fleckig sind. Aber dadurch, dass es halt diese Geltextur ist, ich nehme noch ein bisschen, haben wir einfach ein super leichtes Ergebnis. Das ist jetzt viel und dann gehe ich einfach hier rüber und blende mir das ab. Ein bisschen mit dem Schwamm nochmal rüber, ein bisschen weniger. Das ist jetzt die perfekte Farbe für mich zum Beispiel zum Bronzen. Deswegen gehe ich hier auch gleich nochmal so ein bisschen hoch. Okay, krasse Textur habe ich so als Contouring oder als Cream Bronzer, Liquid Bronzer auch noch nie gesehen. Sieht super, super schön aus. Was ich mir hiermit super gut vorstellen kann, ist das in die Crease. Auf die Foundation setten und dann habt ihr diesen von unten kommenden Glow. Oder auch, und das ist das der Vorteil von Cream Products, dass ihr sie ohne Foundation benutzen könnt. Also es gibt ja auch Leute, die einfach keine Foundation tragen wollen, aber trotzdem diesen Chisel, diesen konturierten Look haben wollen. Und dafür ist es richtig schön. Wow. Liebe ich die Textur, liebe ich sehr, 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 sehr schön. Und gib mir das auch gleich hier so ein bisschen hin. Das ist halt nur so ein Hauchfarbe. Es ist jetzt nicht zu pigmentiert. Und dadurch ist es natürlich auch einfach, das Produkt aufs Gesicht zu kriegen, ohne dass es zu viel wird. Das ist oft bei Cream-Texturen so, oder generell bei Contouring, dass es ganz schnell zu viel wird. Ich weiß, wovon ich singe. Hier. Ich weiß, wovon ich singe. Ich weiß, wovon ich rede. Hier haben wir ein super, super schönes Ergebnis. Ich mache direkt weiter mit ein bisschen Concealer und dann setten wir das Ganze mit dem Huda Beauty Easy Bake Puder. Und zwar nur so, dass wir eine leichte Schicht Puder haben, dass es nicht zu viel wird. Ich finde, gerade jetzt, wenn wir diesen super glossy Skin Look haben wollen, reicht eine dünne Schicht. Und das ist eins der besten Puder, die ich aus dem High-End-Bereich kenne. Dann nehme ich mir einfach ein bisschen was hier raus und gehe nur ganz leicht rüber, um wirklich den Concealer so ein bisschen zu fixieren. Und dann vorne, wo ich es ein bisschen aufgehellt haben will, mit ein bisschen mehr. Ihr könnt damit baken, ihr müsst damit aber nicht baken. Ne? Das ist oft das
was ich in den Kommentaren lese, ja, aber ich bake nicht, braucht ihr nicht damit. Ihr könnt damit ganz normal setten oder einfach so ein bisschen Struktur und Definition in euer Gesicht geben. Und dann mit dem Rest gehe ich einfach hier rüber und sette das. Und das verschließt die Poren und sorgt einfach dafür, dass das Make-up richtig, richtig lange hält. Ich liebe das Ergebnis gerade. Kontur ist noch da. Es ist alles ebenmäßig, aber trotzdem glowy und trotzdem frisch. Und jetzt, Freunde, I can't. Als ich dieses Produkt in der Wunschliste gesehen habe, dachte ich mir, wenn ihr das wollt, dann natürlich gerne Pat McGrath. Habe ich noch nie benutzt. Das Packaging ist einmalig. Das ist die Celestial Odyssey Divine Blush and Glow Trio Palette. Ja, ich möchte sie am liebsten gar nicht benutzen. Wir haben zwei verschiedene Blushes. Recht spannend die Farben. Also nicht dieses klassische Pink, sondern wirklich so ein Terrakotta- und Magnolienton und einen Highlighter. Ich habe aber noch was anderes auf der Liste gesehen, Freunde, und dachte mir, ja, muss sein, diese Schätzchen hier. Schaut euch das bitte an. Das ist der Skin Fetish Sublime Skin Highlighter. What is this? Ich möchte ihn am liebsten nicht benutzen. Ich blende euch hier mal eine Nahaufnahme ein, wie wunderschön das Design ist und wie wunderschön dieses Pressing ist. Das ist ein Stück, das stellt man sich hin. Das benutzt man nicht, das verehrt man. Und das habe ich mir gedacht, deswegen, wir werden es trotzdem benutzen, weil ich habe kein Make-up, was ich nicht benutze. Es ist zu schade, aber ich glaube, so ein Ding bin ich gespannt. Starte aber als erstes mit dieser Highlighter- und Blush-Palette und gehe in diesen Ton hier in der Mitte rein. Pressing ist schön. Es ist nicht parfümiert. Das ist ja oft bei den High-End-Produkten oft der Fall, dass es parfümiert ist. Ich merke aber, dass viele Brands darauf mittlerweile einfach verzichten. Und den Ton arbeite ich mir erstmal hier so ein bisschen in die Schläfe rein und in die Wange. Sehr zart der Ton, man kann ihn aber gut aufbauen und jetzt seht ihr ihn auch. Also das ist wirklich, der färbt nur so die Foundation und die Base leicht in so einem Terrakotta-Ton ein. Wenn ihr dunklere Haut habt als ich, kann ich mir das noch schöner vorstellen. Und jetzt gehen wir nochmal in diesen anderen Ton und setzen uns den hier einfach mit rüber. Wow, 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 wow. Bisschen auf die Nase, unter die Augen. Es darf ein bisschen Schamesröte im Gesicht sein, Freunde. Von der Textur her ist das wirklich schön. Also man sieht gar nicht, dass etwas drauf ist. Ich traue mich nicht reinzugehen, nur so ganz leicht. Das ist keine klassische Pudertextur, sondern das ist so ein Hauch an Puder in so einer gebackeneren Cremetextur. Super spannend. Ich gehe auch nochmal in den Highlighter. Auch der. Wow. Den aufs Augenlid. Mega. Ist schon nice. Ist wirklich nice. Farbe ist super, super schön. Vielleicht noch so ein Pink auf die Apfelbäckchen wäre toll. Aber das ist auch eine richtig schöne Winter-Frühlingspalette, weil sie einfach so vielseitig einzusetzen ist. Ihr könnt sie komplett über euer Gesicht geben oder wirklich nur punktuell dahin, wo ihr wollt. Sehr, sehr schön. Allein das Packaging ist einfach ein Traum. Das auf dem Schminktisch gestellt, ist ein Hingucker, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber die Haut sieht an den Stellen, wo ich die Pudertextur aufgetragen habe, einfach wet aus. Und jetzt, Freunde, kommen wir zu dem Highlighter. Dieses Schätzchen, atmet ein, setzt euch hin, genießt das. Genießen wir diesen Moment. Ich gehe wirklich nur minimal hier unten lang. Und setze mir das hier. Ich drehe den Pinsel und blende mir das aus. Wow. That's a lot. Nase. Das Krasse ist, ich war mir so ein bisschen unsicher mit der Farbe, weil so seht ihr, es ist recht dunkel, ne? Aber das ist fast farblos. Also das habe ich so auch noch nicht gesehen, einen farblosen Highlighter, der aber trotzdem so ein bisschen Bewegung mit reinbringt. Schaut euch das an. Das ist wirklich so ein Liquid Metal auf der Haut. Man muss aufpassen, ne? Dass man es nicht übertreibt. Was soll ich sagen, Freunde? Mega schön. Mega schön.
Ich möchte noch was auf die Augen geben. Und zwar habe ich eine Sache noch für euch extra mitbestellt, weil ich weiß, dass viele von euch gerne Natasha Denona überhaupt mal testen wollen. Und es gibt gerade bei Sephora diese Mini-Palette. Das war ein Weihnachtsset, war auch so verpackt. Das ist die Glam-Version. Und da habt ihr einfach schon mal drei Töne drin mit der Textur der Farben. Ich swatche einmal für euch kurz, dass ihr euch mal so ein bisschen, ja, das ist die klassische Natasha Denona-Textur. Die beiden, die man jetzt wirklich sieht. Sehr, sehr schöne, kühle Palette, die man im Alltag gut tragen kann. Und ihr habt super cremige Texturen. Und wenn ihr euch für Natasha Denona interessiert, schaut da gerne mal vorbei, weil da das hat, glaube ich, 13, 14, 15, 16 Euro gekostet. Es war wirklich recht günstig und man kann es einfach mal probieren. Und man hat damit wirklich einen schönen Look oder eine schöne Grundlage für andere Farben. Ich kann mir damit sogar vorstellen, dass man damit die Augenbrauen machen kann. Das ist eine teure Augenbraue, aber geht sogar. Schöne, kühle Farbe. Oh, ich liebe die Base gerade. Schaut euch das an. Wow. Wow, wow, wow. What's good, Sephora? Jetzt, Freunde, eine kleine Palette. Ihr wisst, ich sammle sie und deswegen musste ich sie haben. Die Natasha Denona Mini Crush Palette. Das war ein Set und da war sogar ein Pinsel mit dabei wieder. Gab es zu Weihnachten schon mal, finde ich super. Ich sammle diese 5er Paletten von Natasha Denona und das ist jetzt wirklich so die Palette, die zu Valentinstag wunderschön war, die aber auch das ganze Jahr über sehr, sehr schön ist. Deswegen hole ich euch noch ein Stückchen daran und dann schminken wir was damit. So könnt ihr alles sehen. Die Base, ich kann nicht mehr. Seht ihr das? Das ist Wet Skin, aber trotzdem fixiert. Also da rutscht nichts weg. Ich nehme den Pinsel und starte mal mit diesem Ton hier. Das finde ich halt immer ganz spannend bei Natasha Denona, dass die wirklich auch Farben drin hat, wo ich persönlich denken würde, genau, die ist so Knochenton. Aber sobald ich sie auf dem Auge habe, ist sie da. Das ist eine perfekte Farbe, um auszublenden, deswegen starte ich damit tatsächlich. Und ihr könnt mit diesen Mini-Paletten, ich muss sagen, ich bin größerer Fan von diesen Mini-Paletten als von den großen. Klar habt ihr bei den großen immer noch mehr Farbauswahl, aber ich bin ja so eine faule Socke, ne? Meistens habe ich gar nicht so Lust, durch so eine riesengroße Palette mit 30, 40 Farben, was auch immer, wie viele da drin sind, durchzugehen, sondern ich möchte auf einen Blick sehen, okay, was kann ich damit machen? Und die Farbe ist als Transition Shade perfekt. Ich nehme jetzt denselben Pinsel und gehe in diesen Ton hier. Das ist die Farbe Soul. Und die setze ich mir hier direkt in die Crease. Das ist so ein schönes Magnolienfuchsia, so ein bisschen. Dunkle Magnolia und typische Natasha Denona Qualität. Ich muss sagen, ich mag die kleinen Paletten von Natasha Denona auch von der Qualität her fast noch ein Stückchen lieber als die großen. Und mit dem Pinsel ist halt nice, ne? Wow. Der ist nämlich zum Blenden und zum Auftragen vom Pigment ganz gut. Das heißt, ihr könnt punktuell das Pigment auftragen und dann drückt ihr ein bisschen mehr und könnt das Ganze verblenden. Schöner Pinsel und passt halt farblich dazu, ne? Das ist halt immer... Mich kriegst du ja mit sowas. Ich gehe noch mal ganz kurz in den hellen Ton hier rein und blende hier einfach rüber. Ganz leicht, nur ohne großen Druck, dass ich hier wirklich einen schönen, sauberen Blend habe. Und jetzt könnte man tatsächlich das Ganze auch schon so lassen. Ihr kennt mich, Freunde. Wir lassen es aber nicht dabei. Und deswegen gehe ich jetzt mit einem kleinen Pinsel hier einfach in diesen dunklen Ton. Das ist die Farbe Koi. Und setze mir die hier außen hin und blende das Ganze so ein bisschen nach vorne. Die hat auch eine andere Textur tatsächlich als die andere matte Farbe. Yes, lieben wir. Selber Pinsel, blend hier einfach noch ein bisschen rüber, dass ich hier einen schönen Übergang habe. Und jetzt gebe ich mir hier natürlich dieses Hot Pink, ist richtig buttrig, hier rüber. Wow. Ich liebe es auch, neue Sachen auszuprobieren, Freunde. Deswegen freue ich mich, dass ich mit euch einfach so eine Wunschliste ein bisschen durchgehen kann. Ich teste es für euch und ihr wisst dann, lohnt sich das Ganze. Und look at me. Also ich würde mir den Drink ausgeben. Unten gebe ich mir nur ganz bisschen Farbe hin, vor allen Dingen die Farbe Lotus, damit es nicht ganz so eng wird, das Auge. Und als Inner Corner Highlight muss es sein, hier aus der Pat McGrath Palette, den Highlighting-Ton. That's it. Ich mache mir einmal ganz schön die Augenbrauen und Mascara drauf und dann geben wir uns noch was auf die Lippen.
Ich habe noch ein bisschen braunen Kajal auf die Augen gemacht. Ich finde, das sieht dann so ein bisschen verführerischer aus, aber nicht so dunkel und nicht so schwarz, was das Auge dann wieder klein macht. Einfach nur einen warmen braunen Ton, der einfach ganz leicht das Auge noch mal so ein bisschen umschließt. Ich habe auch keine Lashes heute drauf, sondern einfach nur eine schöne, voluminöse Mascara. Und jetzt kommen wir zu den Lippen. Und da hat Anastasia Beverly Hills was Neues rausgebracht, und zwar die Lip Liner. Und ich habe mich für die Farbe Deep Taupe entschieden. First Impression Packaging war schon schön. Das Ganze ist auch Holz und der ist nicht rund, sondern viereckig, aber vierrundig mit vier runden Ecken. Macht gar keinen Sinn, aber die Farbe Deep Taupe fand ich sah so schön aus, und let's go. Noch ein bisschen Highlighter. Sekunde, Freunde, ihr kennt mich. Nur über den Lippenbogen oben, dann bricht das Licht dort nochmal. Das ist der perfekte braune Nudeton für mich. Yes. Deep Taupe, Freunde. Deep Taupe. Ich habe ja wirklich viele Lip Liner, ne? Aber ich suche diesen perfekten, bräunlichen, kühlen Ton. Und wisst ihr, wie viele Lip Liner ich neulich gesucht habe und bestellt habe und getestet habe? Könnte man sich auch komplett als Lippenstift auftragen. Mache ich jetzt nicht. Er ist recht fest, und sobald ihr auf eure Haut kommt, wird er cremig und dann wird er wieder fest, sodass er hält. Fühlt sich gut an, passt sehr, sehr gut zur Kontur und zum Augen-Make-up. Und jetzt nehme ich einfach ein bisschen Concealer, wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen, mein Finger und tappe das hier rauf. Und wenn ihr wollt, nehmen wir hier den Ton noch ein bisschen und können das Ganze damit dann setten. Das mache ich super, super häufig. Einfach einen Lidschatten. Und das, Freunde, ist mein Look mit eurer Make-up-Wunschliste. I love you. Das ist, ich glaube, einer meiner schönsten Looks, die ich gemacht habe. Die Lippen sind subtil. Die Augen sind soft, aber trotzdem im Fokus. Fokus auf der Haut. Blushy, glowy, konturiert, aber trotzdem nicht zu viel. Und das. Was sagt ihr? Wie haben euch die Produkte gefallen, Freunde? Ich muss sagen, ich bin richtig, richtig happy. Jetzt vielleicht noch hier so ein Lippenöl oder so rüber. Das ist es, Freunde. Ich lieb's. Es war kein Produkt hier mit drin, was ich nicht mag. Und es tut mir leid, das zu sagen, aber es sieht wunderschön aus. Das Schätzchen habe ich noch für meine beste Freundin mitgenommen, das Libre. Das war auch nämlich gerade reduziert. Und ich weiß, das ist ihr liebstes Produkt. Ich habe schöne Sachen gefunden. Ich verlinke euch alle Produkte unten. Schaut unbedingt bei Sephora mal vorbei. Da gibt es viele verschiedene Kategorien. Good for you. Reduziert. Neuheiten. Ganz, ganz tolle Sachen. Und ihr findet auch alle Produkte, die ich hier genutzt habe, unten in der Infobox. Vielen Dank an Sephora, dass ich mir die Produkte aussuchen durfte. Vielen Dank an euch, dass ihr die Produkte ausgesucht habt. Freunde, I love it. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss.